Aber was mir gerade auffällt, wo ihr gerade auch noch Version 1 sagt, habt ihr gerade hier oben gesehen im Laptop, da stand Laptop Logistik Soft Rom Version 1.0. Also das scheint sich auch wirklich auf das Spiel zu beziehen. Ja. Das scheint echt die Version 1.0 zu sein. Fuhr. Ich glaube, Nummer 2 fehlt. Ja, ich sehe es. Jetzt mal wissen, was das war. Ich glaube, das guck mal lieber in den in der Übersicht, wo die Kapazitäten stehen, oder? Ja, das mache ich jetzt auch gleich, deswegen... Ich glaube, da haben wir die beste Übersicht, weil wir da ungefähr wussten, was noch fehlt. Ja, das wollte ich auch machen. Zackig, knackig und Status! Da Containerfracht fehlt. Tank, wo tankt einer? Hauptsächlich Tank fehlt, weil Container war bei... Ja, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. 22 noch. Ja, ich sehe es. Die haben immer schon gefehlt. Hm. Wahrscheinlich der Gefahrgut auch noch, oder? Ja. Nicht so klassisch. Ja, Hauptsache wir machen Gewinn. Aber was hab ich mir sagen lassen? Auch wenn du einen Unfall machst und du kommst dadurch in die Presse, dann steigt deine Firma an Bekanntheit. Hm. Hier ist der Unbekannt, das kannst du ja im Laptop gleich sehen. Das ist mir auch immer oft passiert, wo ich noch bei Meier gewesen bin. Da war dann die Firma nach dem Unfall plötzlich von 0 auf 5% hochgegangen. Hm. Okay. Mhm. So, jetzt gleich müsste ich was umwechseln. Ah, kann man auch hier machen. Das habe ich nie gemacht. Pause, deswegen. Nee, nichts reingekommen. Das war gewesen Tank, ne? Mhm. Ja, zum Glück war es nicht die Kühlfracht, weil davon haben wir nur einen LKW. Haha. So. Ich würde sagen, telefonieren tun wir gleich erst um 10, weil ja die meisten LKW-Händler jetzt um 10 Uhr aufmachen. Obwohl, wir müssen gar nicht telefonieren, wenn wir gleich... Wir fahren einfach vorbei, ja. Wollte ich gerade sagen. Genau zu sein, wir können gar nicht telefonieren. Oder wir können schon, aber es bringt uns nicht viel, weil wir nicht rauskriegen, was wir wollen. Eben. Aber wir wollten ja sowieso, glaube ich, nochmal zu den ein oder anderen fahren, weil wir... Container. Genau, da auch noch gucken wollten. Und ihr merkt schon, ich will schon mit LKW fahren. Aber ich wollte eben gucken, ob wir hier vor Ort einen Tankwagen haben, ja. Weil wir müssen den ja wieder ersetzen. Tankgliederzug hätten wir einen. Was hatten die? Die in Düsseldorf dürften doch theoretisch auch demnächst schon aufhaben, wenn die so früh zugemacht haben immer. Ja, gucken wir gleich mal nach. Der kann 10 FE. 14 FE, das wären 24. Der hat auch schon auf, der hat keinen Tankwagen. Keinen Container. Hm. Ich fahre mal kurz eben nach Düsseldorf. Ja, und ich denke mal, hier wird das mit einer Stunde Fahrzeit wird wahrscheinlich auch ein Bug sein. Weil immer, wo du hinfährst, egal ob du hinfährst oder dahin fährst, du bist immer eine Stunde unterwegs. Mhm. Was für ein Auto hat er denn also? Mercedes. Ja, aber... da kommst du überall durch. Ja. Überall. Die haben sogar auch schon auf. Warte mal, das war der falsche. Der hat aber auch Tank. Vielleicht können wir einen Tanksattelzug kaufen. Container, gucken wir mal. 23. Dann schon mal reichen. Der andere hatte 21 gehabt, ne? Ja, 22. Ja, 22, das würde auch reichen. Ich würde sagen, kaufen wir den, ne? Gucken, 109. Ja, auf jeden Fall, also ich würde den nehmen, der ist billiger. Ja. Und der hat einen FE mehr. Eben. Aber ist dann bestimmt von einer billigen Firma. Egal. Kaufen. Was haben wir jetzt gesagt? Sattelzug können wir zur Not wechseln. Oder was meint ihr? Oder sollen wir noch... 690.000 Mark. Ja. Wenn wir die jetzt wirklich am Gewinn hätten. Tja. Das kommt noch. Oder wollt ihr noch eine Sattelzugmaschine kaufen? Also theoretisch könnten wir die Auflieger wechseln. Deine LP, du entscheidest.
Okay. Obwohl Sattelzugmaschinen haben wir auch, dann können wir, das können wir bei uns in Bonn vor Ort machen. Mhm. Ich würde sagen, da kaufen wir auch erstmal den Gliederzug dann. Zack. Obwohl. Entschuldigung, ich bin noch gar nicht auf die Autobahn gefahren. Ich muss mich immer. Es ist immer verwirrend. Jeder Stadtplan sieht gleich aus. Nur mit dem Unterschied, da ist immer das Firmengebäude. Also bei euch in der Hauptstadt. Bei uns in der Hauptstadt. Hauptstadt? Oh Gott. Okay. Hauptsitz. Ja. Oder so. Ja, Hauptsitz. Aber ja, egal. Zentrale. Wie auch eben. Mal. Ich muss mal noch immer dran denken, Bonn, ehemalige Landeshauptstadt, weißt du? Mhm. Sie werden Impresse. Aha. Okay. Okay, dann machen wir das eben dann zuerst, würde ich sagen, oder? Ja. Ja. Die warten nicht so gerne. Na, die müssen jetzt warten. Okay. Toll. Und das ist wieder ein Image hier und die Kaffeetasse steht direkt. Pressekonferenz. Sie werden im Presseraum erwartet. Ja, ich bin doch schon da. Sehr interessant. Und jetzt sieht und jetzt sehen wir plötzlich hier ganz anders aus wieder als Person, ne? Mhm. Wenn du hier siehst. Okay, Zeitschriften. Aber die Zeitschriften liegen noch da. Ja. Sollen wir kurz noch was lesen? Vorher. Wahrscheinlich. Und wie schnell wir uns gewandelt haben, ne? Von dem einen zu diesem. Wo fand dieser... Das war gewesen auf dem Weg Osnabrück, Bonn. Ja. Von Osnabrück nach Bonn, das habe ich noch mitgekriegt. Ja. Ich habe ja danach einiges notiert. Gab es bei diesem Unfall verletzt? Nein. Also einer wurde verletzt. Echt? Okay. Gedacht, der Fahrer wäre... Nee, der wurde ist mit Schrecken davon gekommen. Ja. Es wurde niemand verletzt, kann ich hier nur ankreuzen. Es sei denn, das ist wieder ein Bug. Also ich meine, es stand da, kam mit dem Schrecken davon. Ja, habe ich auch gelesen. Kam davon, aber es wurde einer verletzt. Kann ich hier nicht ankreuzen. Weil da ist nur entweder der Fahrer oder niemand. Ja. Niemand. Hier auf niemand. Hör mal. Weißt du, was los war? Diese Person war nobody, niemand. Mhm. Terrence, my name is nobody. Genau, nobody's genau. Perfect. Genau, nobody is perfect. I'm nobody. Hm? War der verunglückte LKW beladen, wenn ja, hatte er, nee, der war ja leer gewesen. Osnabrück Bonn war er leer. So, also ja, hat er erfahren. Gut, kann ich jetzt ja, nein, da kommt dann sag was. Der LKW war ohne Fracht unterwegs. Was ja auch stimmt. Wie hoch ist denn schon der Schaden? Das war gewesen... 209.000. Liegt unter 250, okay. Was ist erstens nach die Unfallursache? Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Da stand Fremdverschulden. Ah ja, fremd, habt recht. Ja, stimmt. Das war ich ja gewesen mit meiner Whisky-Fracht. Die Hauptsache liegt im Versagen der Bremsen. Bis jetzt ist die ungeklärt. Der Fahrer ist so schnell gefahren. Was? Der Fahrer ist zu schnell gefahren, ist schon mal raus. Ja. Das wäre sonst ja kein... Was ist das denn jetzt bitte schon für eine verpackte Scheiße hier? Das ist mir aber letztens auch schon aufgefallen, wo ich Fragen beantworten sollte. Und da stand dann Fremdverschulden. Da konnte ich auch nur die drei Möglichkeiten ankreuzen. Also ich bin definitiv dafür, dass es ein Bug ist. Ja, weil was ist denn jetzt Fremdverschulden? Die Bremsen? Sind die Fremdverschulden? Nee, das ist also, ja unser eigener LKW, der versagt eben. Hat. Fremdverschulden ja, ist für mich eigentlich immer, deshalb, wenn jemand anders... ja, eben, wenn, deshalb wäre eigentlich Unfallursache ungeklärt. Das Einzige, ja. Was wir nehmen könnten, weil sonst schaden wir uns wirklich selber. Ja. Na klar. Naja. Danke für Ihre Stellungnahme. Was ist denn für eine verpackte Scheiße hier? Tja, was soll ich sagen? Und guckt mal hier, und bei uns ist hier unten beim Stecker ist hier... Das Stresslevel etwas erhöht. Ja. Mhm. Okay. Wen wundert's bei sowas? Boah, da läuft mir gerade kalt den Rücken runter. Jetzt bin ich gerade wahrscheinlich vor Panik jetzt beim falschen Händler hingefahren. Sieht fast so aus, was wollten wir denn jetzt? Wir wollten kaufen, nee, da ist er doch, ein Tank. Tank wollten wir kaufen. Tanker. Und gleich noch eine Sattelzugmaschine.
wenn ich mich jetzt nicht verhört habe. Ja doch, wollten wir doch. Kaufen? Hm. Müssen wir ja sogar. So, und dann können wir gleich hier bei dem wieder ein paar Fax und Telefone kaufen. Was immer noch der billigste hier ist. LKW wechseln, Fax kaufen. Haben wir LKW wechseln. Hat aber schon Fax. Okay, LKW Art wechseln. Warte mal, die haben aber... Sie besitzen keinen Gliederzug. Oh, okay, Kleintransporter. Den können wir... Der braucht noch eins. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn wir ihn bisher noch nicht weggeschickt haben. Haben wir noch nicht. Vielleicht haben wir zu viele kleine Aufträge wieder abgelehnt, dass sie jetzt keine mehr bringen. Tja, wahrscheinlich. Das wär's. Ja, da kommen schon noch welche. Ich weiß. Kleintransporter, ist auch nicht mal ein Telefon, kein Handy oder was. Ach ja, Entschuldigung, gab's ja damals noch nicht und wenn ja, dann nur in... als Wurfgeschoss. Format. Mhm, Wurfgeschoss. So, dann müssen wir jetzt eh zum anderen Händler fahren, weil wir da einmal LKW-Werbung machen müssen und wir wollten eine Sattelzugmaschine kaufen. Guck mal, was hat er denn? Tankgröße 228. 381 PS. Also was mich jetzt meistens hier, was ich besser finde, ist glaube ich irgendwie Tankgröße, aber worauf muss ich jetzt bei dem Planer beachten? Ich meinte, Benzin müssen wir uns eh keine Sorgen machen. PS oder die Tankgröße? Müssen wir unseren Planerexperten fragen. Ja. Ist das nicht so, dass desto mehr PS, desto höher ist der Verbrauch? Eigentlich schon. Aber je mehr PS du hast, desto, wie soll ich sagen, desto mehr... Desto schneller kommt er auf maximal 80, oder? Ja, nee, ich glaube, desto schneller bist du am Berg hoch mit mehr Ladung. Eben. Mhm. Ist bloß die Frage, wie viel das insgesamt ausmacht. Da habe ich noch keinen großen Unterschied festgestellt, ehrlich gesagt. Kann ich dir auch nicht sagen. Dann würde ich jetzt nämlich erstmal den billigsten kaufen, den wir jetzt finden. Erstmals, damit wir zumindest die Fracht vom Hof kriegen. Das überbrücken können, ja. Was denn? Aber ich denke, das Ganze wirkt sich ja irgendwie raus auf den Spritverbrauch, beziehungsweise auf die Kosten, die es dann für die Strecke jeweils kostet, ja, oder? Das kann auch sein, ja. Aber ich habe, wie gesagt, da habe ich mich noch nie mit so beschäftigt. Das wäre jetzt meine Vermutung gewesen, aber ob das ist es dann besser, einen mit weniger PS zu nehmen, der dann den Berg nicht hochkommt und länger braucht, oder wählt man die mittlere Variante? Das ist eine gute Frage. Ich meine, die meisten Städte, die wir anfahren, liegen an der Autobahn. So viel Höhen und Tiefen hat eine Autobahn auch nicht. Ja, es sei denn, du fährst dann durch Siebengebirge. Bin ich da immer... Wir sind da im... Ruhrgebiet, wo wir gerade sind. Ich glaube kaum, dass da das Siebengebirge ist, ja, oder? Ja, stimmt, das auch wieder recht. Nicht unbedingt, nee. Nee. Tja, also ich bin jetzt dafür, dass wir den billigen kaufen. Das wäre jetzt der hier. Weil da oben geht ja die A61 lang, da Richtung niederländische Grenze und die ist eigentlich überwiegend eben. Ja. Ich kaufe den da. So, da geht's maximal runter Richtung Holland. Ja. Runter Richtung Holland, beziehungsweise wenn man Richtung Koblenz fährt, da geht's auch ziemlich bergab. Mhm. Mhm, stimmt. Ja. Das hört sich jetzt irgendwie falsch an. In Koblenz geht's bergab. Ist so quasi die Quintessenz von dem Ganzen, ja. Oh Gott. So. Das darf jetzt jeder selber entscheiden, ob es in Koblenz bergab geht oder nicht. Ja. ich komme aus der Nähe von Koblenz. Jo, ich sag mal nichts weiter. Erfahrungsberichte folgen später und in einem anderen Let's Play. Kein LKW kaufe ich mir. Jo. Möchte einen Fax kaufen. Verbleiben einfach mal so, jo. Okay. 807.000? Achso, wir haben gerade Ding, ne? Ja, wir haben gerade die Werbung. Müssen wir uns auch mal überlegen, wann wir die Scheiße dann mal bezahlen.